Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Planet Crafter mit Voucher und mit unserem Space Alterle. Schön, dass ihr reinschaut. Ich bin gerade bei meiner letzten Runde. Ich dachte mir, ich hole euch jetzt schon mal dazu, weil irgendwann demnächst wird es nämlich umschlagen und wir werden das Ziel erreichen, dass es bei uns regnen kann. Und das will ich nicht alleine erleben. Also so viel Sinn, wie ich da drin sehe, ein bisschen Mats zu farmen, möchte ich natürlich nicht ohne euch hier die Fortschritte genießen. Jetzt gehen wir mal hoch, räumen die Schränke ein. Jetzt habe ich mir nochmal überlegt, für den Raum, den ich mir bauen möchte, wo das Bett reinkommen soll, machen wir die linke Seite, uns praktisch so ein Dreierblock. Und auf der rechten Seite wollte ich nicht anbauen, weil da die Schränke stehen. Aber wenn wir da drüben noch eins erweitern, dann könnte ich das Lager vergrößern. Dann könnte ich das Lager vergrößern und das will ich mir auf jeden Fall kurz anschauen, weil ein Schrank steht, glaube ich, im Weg, aber es ist nur einer. So, pass auf. Ich habe auch das dumme Gefühl, dass hier die Unwetter mehr werden, wenn du kurz vorm nächsten Ziel stehst. Guck mal, 92% nämlich schon. Pass mal auf, haben wir die Möglichkeit, das jetzt schon zu bauen mit dem Zeug, was ich einstecken habe? Klarer Fall. Also, das kommt wahrscheinlich wieder weg hier, das Glas. Im Moment habe ich nämlich schon mehrfach gemerkt, dass mich es eigentlich stört. Wenn wir hier uns einen Container hinbauen, ja, wir können natürlich jetzt auch hier trotzdem mal dranbleiben und die Fundamente vielleicht immer wieder mal nachziehen. Dass das nicht ganz so lose da rumsteht. Gut, das war nicht ganz so schön jetzt. Fundament weg. So, jetzt steht es drunter. Jetzt pass auf, jetzt bin ich gespannt. 94%. Genau, also wenn wir den Schrank dann einfach hier wegmachen. Muss ich gerade mal was gucken, geschwind. Dann steht der aber. Doch, der steht genauso weit raus. Mal gucken, wie das aussehen wird. Und dann können wir hier wieder anbauen. Dann lassen wir... Ja, ich weiß, wie ich es mache. Dann kommen hier die Hauptmats rein. Bis Aluminium und alles Besondere. Kämen dann eventuell wieder hinten rein. Und hier machen wir die Nahrungsergänzung. Das heißt, wir bräuchten jetzt da hinten erstmal noch... Und schon mache ich was ganz anderes, wie ich gestern machen wollte. Pass auf, pass auf, pass auf. Aluminium habe ich keins gefunden jetzt auf der Runde, aber Eisen habe ich gefunden. Oh, der ist falsch hier. So, hier ist jetzt nur Eisen drin. Da seht ihr auch gleich, dass die Dinger wirklich fast voll sind zum Teil. Na gut, jetzt hier nicht so. Silly ist tatsächlich weniger jetzt hier gefunden worden. Hier gefunden. So. Und jetzt, ich bin da die ganze Zeit neugierig. Komm, wir warten ab, bis wir das Ziel erreichen hier. Ist ja der Wahnsinn. Schönes Blau aber auch gleich, ne? Ja, und ihr macht auch gute Arbeit. Ich versinke ja direkt im Gras hier drin. Ich weiß, wir müssen Energie machen. Atmosphärischer Wassersammler haben wir jetzt. Der gehört aufs Dach, glaube ich. Oder den können wir aufs Dach bauen. Flüssiges Wasser, nicht mal 1% haben wir da jetzt. Aber... Ab jetzt kann es sein, dass es regnet, ne? Okay, pass auf. Wir machen jetzt die rechte Seite erstmal. Ich weiß nicht, ob ich genug Eisen gefunden habe. Ich brauche für einen Raum, glaube ich, 2 Eisen, 1 Titan. Drüben sind es 2 Räume. Drüben sind es 1, 2, 1, 2, 1, 2. Die sind für drüben. 1, 2, 3. Jetzt müsste ich normalerweise das komplett so aufgebaut kriegen. Bin mal gespannt. Ich will nämlich diese Einkerbungen hier gerne lassen. Ah, da habe ich jetzt einen Raum vergessen. Ich würde gerne diese Einkerbungen hier lassen und da dann die Wassersammler vielleicht reinmachen. Einfach mal gucken, wie es aussieht. Kann man ja wieder weiterbauen, abbauen, umbauen, weißt du? So. Hier müssen Fundamente drunter, ist klar. Gleiches würde ich nämlich hier gerne bauen. Oh. Sieht ja scheiße aus. Das wollen wir so natürlich nicht lassen. So, und hier hauen wir uns jetzt aber das Fundament runter. So hätte ich das gerne mit der Einkerbung. Und der da in der Mitte, der Haupttrakt, der kriegt keine Einkerbung. Dann haben wir das hier schon mal angebaut. Kommt hier das Sprenzerle später rüber. Und das gleiche würde ich mir hier gerne hinbauen. Dann müssen wir allerdings die Windkraft hier erstmal wegnehmen. Und vielleicht kurz hier nochmal hinsetzen. Gut. Einmal können wir natürlich auch die Windkrafträder inzwischen reinbauen, wenn wir das wollen. Zweimal.
Das passt doch gut. Wir brauchen jetzt noch zwei Räume, dann können wir das Ganze thematisch immer schön ordnen. Vor allem haben wir jetzt auch die Möglichkeit, mehrere Außeneingänge zu setzen, falls ich mal nach da hinten raus will, ne? Dann kommen wir hier durch. Wupp, wupp, wupp. Finde ich gut. Der kommt natürlich dann später weg, wenn er leer geräumt ist, ne? Also wir brauchen noch einen Raum dort, einen Raum dort. Müsste es sein, gell? Schon nochmal 2% flüssiges Wasser ziehen. So. Zwapp. Und Zwapp. Weiß ich nicht. Muss ich überlegen, ob ich es doppelstöckig mache. Weiß ich auch noch nicht. Lass mal kurz angucken, wie das jetzt aktuell aussieht. Wie ein Riesentrakt. Nächstes Ziel, das wir jetzt haben, ist oben die Energie weiter auszubauen. Und zwar für diesen einen Herstellungsapparat. Das heißt, wir bauen uns jetzt ihm nochmal Eisen, Magnesium, Silly, Kobalt und Alu. Also alles eigentlich. Zack. Also. Alu. Eisen. Kobalt. Was war das Doppelte? Magie und Salz. Ja, weiß ja schon Bescheid. Magie und Salz, ich bin schon gedanklich beim Mittagessen gerade, oder? Magie und Salz. So. Schwupp. Hallöle, Popöle. Ja, Diggerle, aber eigentlich muss ich mal ganz ehrlich sagen, du bist ja hier falsch, ne? Weil hier Ihmchen ja. Oh, jetzt fehlt es wirklich nur. Habe ich das mal jetzt genug? Habe ich wirklich? Ich habe doppelt mit, Leute. Wie gut ist das denn? Und damit ist die Seite aber auch kapazitätsmäßig am Ende. Ne? Also hier wird nicht noch mehr gebaut. Hier ist vorbei. Bämsle. Bämsle, sage ich. Da muss ich mir natürlich gleich mal angucken, wie das von da aussieht. Schön. Ja, und es ist aber immer noch überschaubar. Es ist immer noch kompakt, weißt du? Oh, schön, guck mal, wie das Licht auf den Solarzellen mitwandert. Gut ausgeleuchtet, finde ich gut. Also, Thema numero uno. Jetzt würde ich behaupten wollen, es würde geil aussehen, wenn in der Mitte die Dinger aus Glas wären. Oder? Oder würde das gut aussehen? Eisen und Kobalt für ein Glas? Opfern wir. Eisen. Kobalt. Weiß noch nicht genau, was ich hier mache. Hier habe ich gedacht. Zack. Und. Ist egal, ob da eine Treppe ist. Es spielt keine Rolle. Jetzt habe ich es falsch gemacht. Gell? Ja, hier wollte ich es doch reinmachen. Aber da habe ich. Geschwind. Den bauen wir mal eben weg. Welche Farbe habe ich hier eingestellt? Grün, gell? Ich will mal kurz was gucken, weil hier soll ja eigentlich der Grünling rein. Hier soll er ja eigentlich rein, der Streuer. Hier soll der Streuer rein und die Markierung können wir auch gleich wieder aufsetzen. Machen wir mal hier hin. Zack. In Grün. Ich will nämlich was probieren, was ich in den Comics gelesen habe. Weil ich ja gesagt habe, wie kriege ich denn das Glas weg? Und da hat jemand geschrieben, bau einfach einen Raum dran, zwei Eisen, ein Titan und bau den Raum wieder weg, dann ist das Glas auch mit weg. Schauen wir mal. Weil das stört mich ja da jetzt. Das will ich ja da nicht haben. Ne? Also du hast gesagt, einen Raum hin. Ist das Glas mit weg. Sehr gut. Herzlichen Dank für den Hinweis. Matzin, aber haben wir nicht mehr zurückbekommen jetzt durch die Geschichte, ne? Aber ist okay. Hier weiß ich dann noch nicht genau, wie wir das hinkriegen wollen. Ich glaube, das gehört mal jetzt hier, ne? Egal, wenigstens wissen wir, wie wir das eine wieder gefixt kriegen. So. Stylisch soll es ja auch sein. Natürlich kostet es alles Zeit, aber das war uns ja klar, als wir es angefangen haben. Hier. Dann sieht man nämlich von drin auch. Wenn man rüberläuft ins Wohnabteil oder wenn man rüberläuft ins nächste Lagerabteil, dann siehst du wunderschön hier.
Ja, das finde ich gut. Und weißt du was, wenn wir jetzt eh schon dabei sind und da draußen mehr, da will ich ja, dass alles wie gemäht aussieht, würde ich behaupten, Sprenzelle weg. Und Sprenzelle wieder hin. So, und dann macht es hier so Halbkreise, finde ich gut. Bei dir weiß ich noch nicht genau, was ich möchte. Da oben werden wir wahrscheinlich auch Fenster hinbauen. Jetzt haben wir aber erstmal eine andere Aufgabe. Wir haben jetzt Energie genug für die Maschine, oder? Nachricht kam keine. 41,2 Energie haben wir jetzt für unser Avarillo. 3 Alu, 1 Sili und 1 Salz. Ich glaube, es regnet. Glaubst du, dass ich jetzt gerade Salz gesagt habe? Absichtlich, um eine Späßle zu machen, aber nicht mehr wusste, was ich eigentlich meine. Ich glaube, es regnet, Leute. Yes! Yes! Bei uns regnet's. Bei dir auch, Paul. Harald, Fips, wie auch immer du heißt. Wir haben Regen. Ja, boy. Sehr, sehr schön. Juhui. Muss ich gleich mal von oben genießen, oder? Wie kommen wir? Ah ja, das war ja hier. Das muss ich demnächst mal irgendwann umbauen. Ich habe nur keinen Bock, jetzt alles abzureißen. Am besten genießt du den Regen unter deinem Solardach. So liebe ich das. Sehr, sehr, sehr cool. Das macht so Laune, das Spiel. So, diesen Platz haben wir auserkoren erstmal vorübergehend für unseren Bau. Lass uns mal draufklicken. Ja, das sind die Brennstäbe. Wir können jetzt hier bauen Sauerstofftank T4, Rucksack T4, ganz, ganz wichtig. Dann haben wir die Möglichkeit, Superlegierung herzustellen. Und wir haben die Möglichkeit, die Brennstäbe herzustellen, Raketentriebwerk und Jetpack. Sehr geil. Und ich würde jetzt behaupten, wir bauen uns einen Uran. Brauche ich einen Haufen von den Dingern, ne? Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die opfern will. Ich habe, glaube ich, aber doch keine. Ich habe doch keine 9 Uran, aber 2 Uranlen habe ich. 2 Uranlen habe ich, dann kann ich das gar noch nicht machen. Ne? Und wir brauchen ja, welchen Brennstab brauche ich für ihn? Natürlich den Uran, ne? Okay, in dem Sinne passt es schon mal. Wir könnten uns aber eine Heizung T3 bauen. Silly, Titan, Aluminium. Jo, die können wir uns leisten, will ich jetzt wissen. Silly, Titan und Aluminium. Also Silly, Titan, Aluminium und die Iridiumstäbe. Aber man findet auch Stäbe. Weil wenn ich jetzt das Iridium verballer und ich weiß nicht, ob ich es demnächst nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, weißt du, dann ist es weg. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Ich habe mir das gerade überlegt. Pass auf, wir machen es jetzt erstmal hier. Kurz das Ding sauber. Weil irgendwann finden wir oder brauchen wir, ich bin mir einfach noch nicht sicher, ob ich nicht die Stäbe finden sollte lieber, weißt du, bevor ich da... So. Einmal kurz hier rüber das ganze Zeug. Weil ich muss ganz ehrlich gestehen, der hier, der stört mich. Ich will dann schon so. Schon das Eck hier ist gewöhnungsbedürftig, ne? So, dann kommen wir hier rüber. Und dann machen wir das gleiche Spiel dann hier nochmal, ne? Kann natürlich sein, dass ich das mal in einer ruhigen Minute. Wir haben ja festgestellt, dass es hier irgendwann dann. Spack, ne? Wo genau? Oh, man sieht es fast nicht mehr, dass da so eine Brücke war. Ist eigentlich aber auch ganz einfach. Ich nehme mir das schon mal mit. Und dann baue mir das nochmal hin. Dann kann ich nämlich das Lager fertig ziehen. Das ist mir jetzt im Moment wichtiger. So, hier war das, glaube ich. Hier war der Übergang, wo es dann immer ging, ne? So, Leute.
Dann bedanke ich mich schon mal für die Geduld, dass ich hier meine Lager schön schon mal weiter verflochten habe. Sobald ich die nächsten Eisen habe genug, hauen wir die dann dahin. Und dann haben wir hier die Hauptmatz. Kann sein, dass ich den Aluschrank dann wegbaue. Ja, dass ich den Aluschrank wegbaue, den hier auch. Und dann setzen wir die noch rüber und dann haben wir hier erstmal so 6 Schränke in dem Fach. 6 Schränke in dem Fach. Wenn es uns dann nicht reicht, können wir hier noch weiter anbauen. Okay, jetzt pass auf. Dann würde ich jetzt heute die Folge füllen, indem wir uns mal die Sachen bauen, die uns verbessern. Da gehen wir jetzt gleich mal gemeinsam durch. Trinken einen Schluck, das haue ich mal rüber. Ich weiß natürlich nicht, ob wir das alles schon machen können. Also geil wäre natürlich schon mal von vorne weg der große Rucksack, ja. 2 Legierungen, 3 Legierungen, 1 Titan. 1, 2, 3 Legierungen. Titan. Rucksack ist sonst soweit leer. Ja. Muss ich aber ganz kurz sagen, ich will immer kurz... Achso, das war die andere Maschine. Wir haben aktuell 2, 4, 2, 4, 6, 48 Plätze, richtig? Sind das 3, 6, 12, 24? Was rede ich denn? Aber ich hätte gern 48. 3, 6, 12, 24. Okay. Rucksack T3. Und wir bauen uns den Vierer. Wir ziehen ihn an. Boom. 3, 6 ist eine komplette Reihe mit 4 Plätzen dazugekommen. Also das würde ich sagen, das hat sich schon mal gelohnt. Bedeutet auch bei den Farmrunden natürlich weniger laufen. Das nächste, was ich gerne hätte, wäre auch der Sauerstofftank T4. Aber ich glaube, wir haben keine 3 Superlegierungen mehr, gell? Machen wir mal ganz kurz einen Gefallen, hau mal das hier raus. Dann suche ich das später irgendwo. Okay. Ne, müssten wir jetzt Superlegierungen farmen gehen? Oder... Wir gönnen uns eine Superlegierung. Ausnahmsweise. Ein Kobalt, ein Magnesium, Silizium, also von allem. Pass mal auf. Brauchen wir ein Alu. Ein Titan. Ein Kobalt. Ein Sili. Und ein Muffin. Komm, ausnahmsweise. Wir wissen zwar, wo wir sie farmen können, aber... Ist mir jetzt einfach wichtig. So. Was war das noch? Das zweite, letzte? Ein Kobalt. Schon recht so. Die 2 Legierungen, wenn wir dann wieder welche brauchen, gehen wir sie farmen. Und einen Kobalt. Und ich glaube, dass wir eh gleich nochmal los müssen. Ich weiß nicht, ob es heute noch reicht. Gucken wir mal. Also wir bauen uns den Sauerstofftank T3. Im Moment haben wir 280 Luft. Und jetzt haben wir 370 Luft. Also die beiden Sachen haben wir gebaut. Hier können wir uns bedienen, wenn es soweit ist. Wir brauchen jetzt, guck mal, wir brauchen auch die Raketentriebwerke 2-mal fürs Jetpack, ne? Das heißt, da sind wir jetzt für heute schon mal durch. Dann geht es hier weiter. Unser Häusle drüben können wir anfangen einrichten, klar. Den Kernreaktor, erst wenn wir den Stab haben. Ansonsten Nahrungszüchter wollten wir uns noch mehr aufsetzen. Diesen atmosphärischen Wassersammler, ich glaube, der war so gut mit 11. Den sollten wir uns bauen. Ja, den bauen wir uns. Wassersammler, ein Kobalt, ein Alu. Ah, ich habe keine Superlegierung mehr. Es sei denn, wir gönnen uns nochmal eine. Ich habe kein Eisen. Können wir aber kurz gucken. Müssen wir kurz Eisen besorgen irgendwie. Und zwar ein Eisen für die Superlegierung. Und dann nochmal ein Eisen hierfür. Komm, das kriegen wir hin. 2 Eisen. Guck mal, wie gut die nachts leuchten. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Eisen, Eisen, Eisen. Ich könnte natürlich den Zwischenraum abbauen. Ich weiß nicht. Aber mir ist lieber, wir sausen hier kurz rum. 1 haben wir schon mal. Ich nehme gleich mal ein bisschen Eis noch mit, dass unser Wasservorrat nicht ausgeht. Da haben wir schon das zweite. In dem Sinne gehen wir direkt zurück, oder? Kobalt. Wir brauchen ja, glaube ich, alles einmal, wenn ich es richtig gesehen habe. Er ist so fantastisch. Du hast ständig
Blaupausen, die du noch bauen willst, weil sie noch nicht gesehen hast und so. Es kommt immer wieder was nach. Da müsste man normalerweise, das komplette mittlere Teil müsste komplett aus Glas sein. Ob man die Schränke dann durchsieht oder nicht, ist alles egal. Hallo, Spritzerle. Rage oder Spritzerle gesagt. So, Superlegierung. Haben wir gemacht. Und jetzt fehlt uns nur noch ein Silly. Das müsste man im Lager haben. Und dann gucken wir uns mal einen Platz raus für die Kiste. Derzeit waren wir ja fertig, ne? Ich würde ihn dann in der Mitte dazu nehmen. Kommst du jetzt hier nicht durch? Doch, geht schon, gell? Ja, lass uns den mal hier hinbauen. Oh. Alter, ich hab vergessen, wie groß der ist. Dann will ich ihn vielleicht eher in so eine Kuhle hinten reinbauen. Junge, ist der Lappen. Passt du hier rein? Nee. Was denn, wenn ich dich hier so als Pforte mache, als Eingang? Erstmal, weißt du, umgesetzt ist gleich. Guck dir mal den Lappen an. Wahnsinn. Und ich glaube, der sammelt uns jetzt halt immer automatisch Wasser, ne? Das heißt, wir werden wahrscheinlich kein Eis mehr farmen müssen. Zumindest nicht für Wasser. Wow. Ich glaube, ich mache die zweistöckig, weil ich bin davon überzeugt, dass wir hier nur anbauen. Wir können auch später die Außengänge zum Beispiel länger machen und hier in einem Kreis das ganze Ding schließen. Schau mal einfach mal. Lass mal einfach auf uns zukommen. Das plätschert ja von sich allein vor sich hin. Wie weit kommen wir denn unserem Ziel hier näher? Gut, jetzt wird es ein bisschen langsamer. Flüssig sind wir jetzt bei 16%. Und die andere Geschichte mit der schmelzenden Höhle war das hier bei 100, gell? Das heißt... Also wie das Licht. Das heißt, wir sollten eigentlich den hier bald bauen, ne? Wollen wir morgen mal gucken, ob wir... Wollen wir morgen gucken, ob wir da hinten diese Superlegierung farmen können? Oder wollen wir morgen erstmal schauen? Also die haben wir jetzt zwei, den haben wir gebaut. Ne, wir kümmern uns jetzt um die Nahrungsgeschichte noch. Ich habe ja gesagt, drei Stück würde ich gerne noch aufbauen. Wir hatten, glaube ich, das Problem, die waren mit 45 Energie. Drei Stück. Das ist blöd. Dann baue ich nur einen. Und wir gehen uns dann Energiezeugs besorgen. 15. Das kriege ich hin. Ne? Ja, machen wir uns mal noch einen. Alu und Eisen. Ein Alu. Scheiße, was ich schon wieder Eisen farm. Ein Eisen und ein Wasser war's. Richtig? Ja, nimm's trotzdem mit. Komm mal her. Dann fangen wir mal an, die Chips aufzubohren. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall die bessere Energieerzeugung, weil wir werden nicht glücklich jetzt mit den Windrädern und mit den Dingen oben. Mit den Solar. Das sieht zwar geil aus, wenn viel auf dem Dach ist, aber wir brauchen mal einen, der richtig Power macht. Und dafür müssen wir an die Brennstäbe. Also da hinten, weiß ich, haben wir mal Superlegierung gefarmt. Das Raumschiff haben wir durchgeschaut. Da sind wir auch durch. Da hinten haben wir geschaut, das Bruchstück. Dann wäre da hinten noch eins, ne? Und da habe ich, glaube ich, die Brennstäbe gefunden. Ich glaube, wir machen uns auf den Weg darüber. Oh, Biolabor haben wir jetzt auch schon freigeschalten. Was hat er das nochmal genau gemacht, das Biolabor? Biologie- und Chemielabor ermöglicht das Herstellen von Biorezepten. Das machen wir. Wir versuchen... an dem Raumschiff hinten, den Stab für den Kernreaktor zu looten in irgendeiner Form. Und dann geht's eh bald in die Schlucht für die Legierung. Ne? Und ja, für heute ist eigentlich nur noch der Nahrungszüchter der zweite. Dann sind wir eigentlich aufgestellt. Das heißt, wir haben jetzt dann Nahrung am Start, eigene. Und wir haben Wasser am Sammeln. Das heißt, da sind wir jetzt dann mehr oder weniger thematisch durch mit dem Problem Wasser und so. Pass mal auf, wir hatten Brechbohnen, aber Schienen. Ich würde sagen, wir machen die Bohnensamen mal rein. So. So. Ja, also, dann gucke ich jetzt mal, was ich hier für uns tun kann, weil Eisen, wie gesagt, ist weg. Titan.
Brauche ich keins. Kobalt brauchen wir auch erstmal keins. Silly nehme ich natürlich mit, wenn ich welches finde. Eis brauchen wir dann auch nicht mehr. Ja, dann mache ich eine kleine Farmrunde, sodass wir hier dann morgen ein bisschen mehr Material drin haben. Und dann machen wir uns auf den Weg zum Raumschiff. Ich kann sein, dass ich das Ding drüben abbaue. Komm, wir laufen noch kurz zusammen rüber. Ich baue den Raum da drüben ab, den roten. Dann nehmen wir gerade dieses Deck und setzen es da hinten hin. Morgen. Ja, weil jetzt müssen wir tatsächlich gucken. Ihr merkt es selber, wir haben jetzt einen guten Fortschritt gemacht. Was ist erst der blaue Himmel, der Regen. Und jetzt wird es langsamer, weil jetzt musst du weiter aufbauen. Und das machen wir jetzt auch. Systematik. Die Chips sollte man natürlich trotzdem mal jemand aufmachen. Im Moment ist es tatsächlich jetzt, ich bin schon neugierig, aber ich will es dann auch gleich bauen. Und durch das, dass wir ständig irgendwie Materialmangel haben, mache ich die jetzt momentan, entdecke ich die deswegen nicht, weil ich sonst nur hin und her rennen bin. Dann will ich das, dann gehe ich wegen jedem einzelnen Teil raus. Ich kenne mich, so bin ich. Dann laufe ich wieder zurück, dann weißt du, wie ich meine. Aber nichtsdestotrotz sollten wir sie aufmachen. So. Ja, das bauen wir jetzt dann gleich gemeinsam ab, oder? War da nicht irgendwie vielleicht die Chance, dass ich noch ein Alu finde? Siehst du? Jo. Oh je, da habe ich gar noch nicht Lag gemacht gehabt. Aber wir haben ja jetzt einen großen Rucksack. Also, wo ist das Problem? Hm. Naja, lass liegen, das hole ich dann irgendwann. Okay, dann sind wir jetzt auch schon präpariert. Ich räume die Sachen drüben ein, richte alles in den Rucksack, was wir brauchen werden morgen für unsere Tour. Alu. Und dann gehen wir hinterher suchen Stäbe und gucken mal, was wir da rauskriegen, ja? Alu. Dann würde ich jetzt auch nicht noch mehr reinpressen. Für heute haben wir einiges erreicht, obwohl ich lasse uns noch kurz gemeinsam heimlaufen, gemütlich. A, schließen wir dann gemütlich ab und B, können wir nochmal auf unseren Index schauen. Einfach nochmal ganz kurz gucken, wie viel Stromkapazitäten haben wir und wie weit sind wir zum nächsten Ziel. So machen wir das. Und ich glaube, wir haben noch nicht mal ein neues Biom gefunden, ne? Und da hinten, wo diese Pfosten waren, da müssen wir auch noch reinlaufen. Tiefer. Ja, es wird halt schon noch größer. Vor allem die Raketenbasis nimmt viel Platz weg. Der Bioraum, das ist auch nochmal eine große Hausnummer. Es war aber nicht die Kuppel, ne? Es war nur der Raum. Die Kuppel, da müssen wir uns das überlegen. Die will ich schön setzen. Ja, genau. Also, 21,3% und 2,9 Energie. Also haben wir auf jeden Fall jetzt ein Energieproblem, das wir lösen müssen. Und alles Weitere dann morgen. Ich räume gerade noch kurz mit euch die Sachen weg. Ist ja auch ein befriedigendes Gefühl, wenn man mal sieht, was man ein bisschen was hat. So. Na? Dann speichere ich hier ab. Geht's morgen weiter. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo das endet hier mit der Base. Im Moment macht es halt saumäßig Laune, die weiter auszubauen. Aber wir brauchen uns ja nicht wirklich hier verabschieden, weil die Ansicht hier ist natürlich viel schöner mit dem blauen Himmel. So, Leute. Lieben Dank fürs Zuschauen. Bis morgen.